Jesse G. Domino. Haha, wenn es gesagt hast, mit Jesse G. Domino, ich habe ihn gesehen am Fernsehen, mein Leben. Ja. Mhm. An der Mord auf Ordonnance geht es nur gleich. Ein guter Buff aus der Tasche für ihre Mut. Mit auf buff.lu. Abwand, Kerzen, Kamein, Glühwein, Krischbullen, Kadoen, Appelglow, Krischtag, Candle Night, Licht, Kischelcher, Festtagsstimmung, Lieder, Geschichte, Musik, Stunde. Candle Night zu Ettelbrick. Das sind unnötig bis ans nächste Raum. Auch geschafft er sie noch. Lost ob Candle Night. Lost ob Ettelbrick. Ein Message offriert für Saint d'Intérieur. Ihre Kado an Deko-Boutique an der Fußgängerzone zu Ettelbrick. Ja, wenn wir schon von Nacht schwätzen, dann haben wir aber noch Dates wie Hi Bayer ist, die ja selbst darüber können zählen, weil wir ja keine Ahnung. Wir wissen nicht. Nee. Es geht um ein Krimi-Dinner an Bayer Sinn, de Joël Blei, an Stephanie Belbus. Bitte, Lukas. Moin. Ja, an die Hundertschnecke gespielt. Und zwar war das bei Gelegenheit von der Walfrau Bischadisch. Und du war das auch ein mega Süchse, kann ich so, Joël. Ne? Ja, das war wirklich ganz flott. Wir waren dick zufrieden, den Sonne war voll. Wie viele Unterschiede noch? Ja, also es schießt eh. Ah, ja. Hey, wie gesagt, mehr da können wir auch noch nicht reinhaben. Du spielst, ne? Ich spiele mal, ja. Du warst du dabei bei Schämerisch, ob Schämerisch? Ja, richtig. Da warst du den Theaterclub, den aus ich auch alle zwei Jahre auf Schämerisch, der Größen zu Kirlen. Den Open Air! Voilà, der Größen Theater, und ich am Sommer immer spielt. Du warst ein Superjump gleich hier, ne? Für ein, zwei Jahre, also für ein Engel, haben wir ein Superjump gespielt. Ja, ja, ja. Und dann, Stefanie, du warst echt als Regieassistent? Ach, ja. Das Tier für dich, das ich nicht mitmachen. Ich war ja dann Herzensmensch, hat nur strengen Tier, das Tier war Theater unbedingt. Ich habe mich dann zu Janisch engagiert und dafür so ich manch eine Pause. Und dann hat ich mich proposiert, für den Jump zu helfen. Und das war eigentlich. Am Schuster, so man das ja, ja, weil natürlich. Das macht ja vom Super Jump, Bob schon. The Jump. The Jump, genau. Ja, und du passt was auch noch ein bisschen. Ja, voilà. Das war eine super Erfahrung, bis wir uns in Mansfurter Stadt gemacht haben. Sitzt du dann da irgendwie an so einem kleinen Töpfchen? Normalerweise hast du just so einen Look, ne? Ja. Oder passt du ob links oder rechts, ob der einen Seite, ob der andere Seite, oder wie hast du? Oder wolltest du den Trick nicht verraten? Oder du hast Kopfhörer vielleicht? Nee, also nee, so professionell oder so schlecht sind wir nur. Nee, also. Wie braucht dich dann am meisten? Kann man das sagen? Das ist verschieden. Ah ja, kennt aber viel. Ja. Da sind wir das schon mal gewohnt, ne? Ja, aber weißt du nicht, wo sitzt das ja für die Leute, die dort steck gucken gehen können? Wo sitzt der Pest drauf? Wo sitzt der Pest drauf? Also, ich müsste zu so einer größten Challenge bei seinen Krimi-Diener aussetzen. Das ist ja vier Akte, aber wir spielen ja zwischen dem ersten Spielen mal. Und das ist schwer fand ich für einen Akte, weil ich ja selber das auch ein paar gemacht habe, für sich immer rum zu sammeln und eine neue Konzentration zu finden, für nur am ersten Raum umzufangen. Das ist das, meiner Meinung nach. Ja, weil das schwer ist. Und Miss Marple von Lützebusch hat das ganz geschrieben, nämlich Christian Krim. Das ist Miss Marple auf Feuerwisch aber schon, das ist nicht schwarz-weiß. Ja. Nee, das ganze Hecht macht auf Ordonnance. Das Schlimmste ist immer bei den dritten Geschichten, dass sie am Vieres quasi gut nicht davon oder wie weit darf man gehen? Joël. Ja, also wir können so nicht, dass ein bekannter Schönheitschirurg, den Dr. Gabriel macht, wenn wir richtig so, der feiert seinen 50. Geburtstag. Mit viel Prominenz und wie gesagt, all seine Kollegen und seine Bekannten und alles, das dann am Anfang der ganze Saal wird invitiert sind und da geschieht dann etwas, wo keiner was gerechnet hat. Ah, das kannst du nach vier Runden sehen. Das kannst du vier Runden sehen, und dann ist es natürlich so, dass Leute, die am Saal sind, auch da aktiv müssen mitreden, werden dann nur mehr raus. Aber das heißt, der Saal, der spielt sich mit, also der Restaurant oder wie dann eben das spielt mit. Also das ist nicht, dass es 100%ig interaktiv wäre. Also das schon, dass man dadurch spielen, aber die Leute sollen sich während dem Spielen eben Gedanken machen, weil sie eben nachher nur eine Ablesung, also sie sollen all durchkriegt sein Zettel, wo da soll draufschreiben, wenn sie Menge, wenn sie mehr da ist. Aber das Motiv aus. Also, sie sollen schon aufpassen, mit das aber nicht, dass sie ein Spiel mit anbezüglich. Also, sie gehen nicht dumm, Bruder, und sie brauchen auch keinen zu bringen. Aber wie ist es dann, wenn ich gewonnen habe? Ich habe die Richtige getroffen. Was kriege ich so da für den. Eigentlich ist es oh, flott. Von dem nur wie ein Leich, das hat sie besser, wie einer da am Leben. Aber, Dinge, dass. Leute merken immer, wenn sie etwas feste, müssen sie gewonnen haben. Muss ich das Ganze einfach für just viel Frieden spielen? Nee. Nicht nur mit Frieden spielen. Also, kann ich noch etwas bekommen. Und zwar?
Auch kein Flott, auch kein Deckel, noch besser. Ja, weil schon mal mehr, da kommen wir jetzt ein Thema. Mit einer Juste. Ja. Voilà, wir spielen dann den 1. Januar, spielen wir dann ein zu Kirchen. Aber ich muss dazu sagen, da fängt man schon um 6 Uhr oben so, ne? Also das ist der 1. Januar, die Leute müssen den 2. schaffen, dafür so immer geduscht, wir fangen da schon um 6 Uhr und es gibt ein fantastisches Menü von Joël Schäfer gekauft, so wie Silvester Oves auch, ein Feiergang-Menü. Also alles Joël Schäfer? Also Joël. Meier. Gut, der weiß auch, wie Büsch geht, dann kann das auch gehen. Genau. Zum Preis von 85 Euro. Mhm. Und dann habe ich eine rein Handys, Nummer, wo ich dich kann ummelden. Ob es zwischen 7 und 9, so stell mal durch. Ja, gute Idee. Die 661, 166, 660. Also mal nein. Oder wie viel 60 schon dran? 661, ja. 166, 660. Ah, das haut den Ofen von 7 bis 9 oder mehr oder so weiter. Ich gebe schon haut den Ofen, wenn du das mal und vielleicht kein Platz mehr. Voilà, eventuell. Oder noch weitere Informationen finden Sie auf www.obscheimerisch.lu. Und das ist ein einfaches Sit. Obscheimerisch, wie man ein bisschen von der Welt geschrieben hat, das Platz auf. Ah, wir wären nicht RTL, wenn man nicht nur eine kleine Überraschung hat. Ui, so. Ja, also, und zwar, wir verspielen 2 Tickets für den fantastischen Krimi, den am 1. Januar. Und dann haben wir einen froh. Ja. Aber nicht nur eins. Wenn du den mehr hast, kannst du nicht. Nein, die Frage kannst du nicht stellen, aber wen wird dann als Steck geschrieben? Oh, wir haben gesagt, ich habe für Lützeburg am Fremdsch. Ja. Voilà. Schenkt den SMS auf den 62466, aber wir haben gesagt, 2 Tickets gedet. Für den Steck. Also, merci dem Joël, merci dem Stefanie, dass sie hier waren. Dir schenkt nur den SMS auf den 62466. Das ist wirklich flott. Vielleicht hören, weil ich habe das Gelände nicht für gucken zu wollen, mich für vielleicht hören, für ganz gut. Schön. Also, und da gibt es ja just danach du aufgefordert, aber wir sind nicht oben dann geklickt, also du vier. Gucken mal, ich will Logo, und dann hör den das für den Direktor. Aber wenn der Ticket gewandt, dann denkt man, das nächste Januar, du bist ja schon Zeit, und mein, das möchte ich schon nicht. Nächste Januar, also du hast wirklich Angst. Und das muss ja auch auf den Schlafen gehen, und du weißt ja, ohne Kredit geht die mir nicht ins Bett.